Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von MyDog 365, der größten Online-Hundeschule Deutschlands. Mike und Luzi sind heute bei mir und die beiden möchten gerne wissen, wie man einen Hund richtig im Auto transportiert. Dem Thema werden wir uns auch gleich widmen. Ich bin Tina Ziemer-Falke und gemeinsam mit meinem Mann Jörg leite ich das Schulungszentrum für Hundetrainer Ziemer und Falke in Großenkneten. Gleichzeitig sind wir aber auch Haupthundetrainer bei MyDog 365. Wollt ihr mehr über MyDog 365 erfahren, klickt einfach unten auf den entsprechenden Link oder besucht uns unter www.mydog365.de. Und jetzt geht es los, jetzt fahren wir Auto. Hallo Mike, schön, dass du mit Luzi gekommen bist. Hallo Tina. Wir haben ja ein tolles Thema zusammen und zwar möchtest du mit Luzi Auto fahren. Ja. Und das, sie ist ja eine junge Hündin, das heißt von der Pike auf richtig erlernen, stressfrei erlernen, dass ihr eben in Zukunft auch entspannt in den Urlaub fahren könnt. Wunderbar. Du hast ein tolles Auto mitgebracht, ein Kombi. Das ist für einen Hund natürlich optimal, weil er hinten eben gut gesichert Platz drin findet. Was erstmal vorab wichtig ist, Hunde sollten nicht von Anfang an einfach reinspringen. Deshalb bin ich ganz froh, dass du sie auf dem Arm hältst. Du hältst auch gut die Hand unterm Popo. Das ist gerade bei jungen Hunden immer wichtig, dass eben hier der Rücken und der Popo gut unterstützt wird. Das Wichtigste ist immer mit Ruhe reinzugehen. Also es bringt nichts, einfach den Hund ins Auto zu setzen und loszufahren, sondern sich wirklich die Zeit zu nehmen und zu sagen, wir bereiten alles in Ruhe vor. Das hat Mike gemacht und er hat sogar einen kleinen Trick mitgebracht. Und zwar hat er eine Handykamera noch installiert, sodass wir Luzi auch nochmal beobachten können, quasi während der Fahrt oder wie sie hinterher auch damit umgeht, wenn eben Motorengeräusche losgehen. Also von daher ist das eine ganz gute Selbstüberprüfung und das könnt ihr zu Hause natürlich entsprechend auch nachmachen. Dann hat Mike darauf geachtet, dass der Kofferraum leer ist, dass sie nicht zwischendurch irgendwo dran rumknabbern kann und du möglicherweise eben anhalten müsstest und ihr irgendeinen Gegenstand aus der Schnauze nimmst. Denn gerade junge Hunde neigen ja dazu, gerne mal auch irgendwo zu knabbern. Ein Hundegitter ist hinten drin, dass eben im Falle eines Falles der Hund auch nicht nach vorne fliegen kann. Und damit habt ihr eigentlich eine gute Basis geschaffen. Eine Hundedecke liegt drin, Luxus natürlich, dass sie da einfach gut und entspannt weich drin liegen kann. Okay. Wie wir an Luzis Stimmung erkennen können, ist Luzi sehr tiefenentspannt, ist gerne auf dem Arm. Von daher ist das eine gute Voraussetzung, die Übung zu beginnen. Und im ersten Schritt setzt du Luzi bitte einfach nur in das Auto rein, in aller Ruhe. Keine hektischen Bewegungen. Wir schauen mal, ob sie sich ins Sitz setzt oder ob sie sich hinlegt. Das kann sie gerne machen. Okay. Für uns liegt der Fokus immer nur darauf, zeigt sie entspanntes Verhalten oder ist sie ganz aufgeregt. Ne? Dann müssen wir solche Übungen natürlich noch mal etwas abändern. Ziel ist es also, sie liegt dort entspannt, sie verweilt dort und du bestätigst das einfach, indem du ihr zwei, drei Leckerchen hinwirfst oder ihr macht das eben stellvertretend mit den Sachen, die eure Hunde gerne mögen. Also, dass sie merken, das ist hier so ein schöner Wellnessbereich, hier kriege ich wirklich tolle Sachen, man kann die Hunde auch drin füttern und das ist der erste Schritt und dann schauen wir mal, wie Luzi reagiert. Okay. Dann setz sie mal rein. Genau, schön langsam und zack, Luzi legt sich direkt hin, als hätte man es geübt, das haben sie nicht. Beim Einsteigen achtest du darauf, dass du den Hund gut transportierst. Das bedeutet, wenn du ihn hochhebst, dass auf jeden Fall eine Hand den Popo des Hundes stützt. Das ist ganz wichtig für den Bewegungsapparat, gerade bei noch wachsenden Hunden. Lass die Hunde nicht einfach ins Auto springen, sondern begleite sie dabei. Es geht darum, das möglichst stressfrei aufzubauen. Viele Hunde gehen mit Tempo gerne rein, sind so ein bisschen übermütig dabei, aber haben vielleicht doch Sorge, hinter im Auto zu verweilen. Und wenn der Hund es von Anfang an lernt, dass er Stück für Stück von dir begleitet wird, und zwar in dem Tempo, wie er es verarbeiten kann und wie ihr beide Spaß daran habt, dann ist das eine hervorragende Grundlage für die spätere Autofahrt, die der Hund eben dann mit dir durchleben wird. Und wenn ihr das Verhalten von eurem Hund natürlich bekommt und mitbekommt, dann seht ihr auch eine entspannte Körpersprache. Alles ist weich an dem Hund, sie guckt raus, sie hat auch nicht die Motivation, jetzt Mike zu folgen. Selbst wenn der jetzt einfach nochmal einen Schritt zurückgeht, bleibt sie eigentlich liegen. Wunderbar. Und wenn eure Hunde genau so weit sind, dann könnt ihr eben auch mit dem nächsten Schritt weitermachen und du würdest die Kofferraumklappe jetzt zumachen. Beachte dabei, das bitte langsam zu machen. Auch hier keine hektischen Bewegungen und den Blick immer auf die Füße zu halten. Manche Hunde neigen dazu, im letzten Moment doch nochmal hinterherzukommen. Okay. Da aufzupassen, dass die Hunde eben hier nicht zu nah sind. Das zum Beispiel, was sie jetzt vorbildmäßig zeigt, wie es nicht gehen sollte. Das heißt, hier motivierst du sie nochmal in die andere Richtung, dass da einfach nichts passiert. Genau. Wunderbar. Wir gehen einen Schritt zurück. Langsame Bewegung. Die Kofferraumklappe geht zu. Versuch ein leises Geräusch zu machen.
beim Verschließen. Gut. So, Luzi ist jetzt einmal aufgesprungen, guckt uns an. Wir hören aber kein Jaulen, kein Fiepen, sie ist nicht unruhig. Und jetzt kann die Klappe auch schon wieder hochgemacht werden und aufgemacht werden. Das übt ihr dann bitte mehrfach, immer mal hintereinander, also lieber super, kurze Sequenzen. Und der Hund wird dafür bestätigt, dass er gut entspannt drin geblieben ist. Super. Achte beim Leckerchen vielleicht darauf, dass du es ihr gibst, wenn sie ganz drin ist. Okay. Sie hatte jetzt eine Pfote draußen. Denk dran, Hunde nehmen das immer in diesem Kontext auf, dass sie verknüpfen. Mhm. Jetzt habe ich einen Keks für diese Position bekommen. Und schöner ist es, wenn sie dann natürlich ganz drin sitzt. Also jetzt wäre ein guter Moment, ihr mitzuteilen, okay, das ist die gewünschte Position. Hier gibt es was, dass sie eben weiß, genau, hier kann ich mich auch hinlegen. Ne? Das wäre eine Position, wo sie nicht gefüttert werden sollte, weil das natürlich jetzt gefährlich werden könnte. Das wäre also quasi der zweite Schritt. Also der Kofferraum geht zu, nur einen kurzen Augenblick. Wiederhol das ein paar Mal am Tag, ohne dass der Motor überhaupt gestartet wird. Also das, was wir jetzt hier so in kurzen Sequenzen letztendlich zeigen, ist natürlich was, was ihr wirklich über Tage und Wochen aufbauen könnt, je nachdem, wie euer Hund reagiert. Merkt euch, dass der Hund das Tempo bestimmt des Trainings. Das heißt, es geht immer darum, alles entspannt und ohne Angst aufzubauen. Mhm. Ne? Prima. Aber Luzi macht das prima. Und dann wäre eben auch schon der zweite Schritt möglich. Die Kofferraumklappe ist zu, die ist länger zu und irgendwann startest du dann auch vorne den Motor. Okay. Beachte, dass du das Training sehr kleinschrittig aufbaust. Also lieber kleine 30-sekündige Frequenzen aufbauen, anstatt den Hund irgendwie eine halbe Stunde im Auto zu lassen. Und kurz und prägnant. Dafür viele Wiederholungen, sodass der Hund sich routiniert daran gewöhnen kann, in dem Tempo, wie er es auch verarbeiten kann. Die süße Luzi liegt jetzt ganz entspannt im Kofferraum. Wir haben also den ersten Schritt hinter uns. Mhm. Mike, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo du bitte kurz den Motor startest. Ja. Einmal im Geiste bis drei zählst und dann den Motor wieder ausmachst, um dann zu Luzi zu gehen und sie dann für das korrekte Verhalten zu bestätigen. Mhm. Okay. Okay. Und wieder aus. Genau, das reicht schon für die erste Übungssequenz. Mhm. So, dann wollen wir mal schauen. Jetzt hat Luzi quasi ihr erstes Motorengeräusch mitbekommen. Du machst die Klappe jetzt wieder auf. Mhm. Sie ist im Wagen, sie ist ruhig im Wagen. Ja, super hast du das gemacht. Jetzt ist der Moment, hier müssen wir so ein bisschen darauf achten, dass du sie stützt, dass sie nicht rausspringt. Also es ist genau richtig, was du gemacht hast, die Klappe langsam hochzunehmen. Aber bitte immer darauf achten, dass sie halt nicht schon einen Frühstart machen kann. Das kann, hier auf dem Hof ist es relativ ungefährlich, aber das kann natürlich auch im Straßenverkehr mal anders sehen. Mhm. Und wenn sich eure Hunde von Anfang an daran gewöhnen, dass sie abwarten müssen, bis ihr ihnen das Signal gebt, dass die Hunde eben aussteigen dürfen, dann gewöhnen sie sich umso schneller dran und bleiben auch so lange im Auto und das mit einer guten Ruhe. Ja, und an Luzi können wir jetzt sehen, du hast sie gut gestreichelt, du hast sie in Empfang genommen, du hast ihr also gesagt, dass sie das gut gemacht hat, alles innerhalb des Kofferraums. Und ich denke, sie hat jetzt ihre erste Trainingseinheit so gut überstanden, dass du sie jetzt auf den Arm nehmen kannst und auch wieder raustragen kannst, sodass sie eben gelenkeschonend unten ankommt. Oh. Genau. Beendest du die Fahrt und dein Hund soll aus dem Kofferraum heraus, ist das eine prima Sache, aber er soll nicht einfach rausspringen. Das kann nämlich natürlich sehr gefährlich werden. Trag ihn raus, wenn er noch klein ist. Wenn er hinterher rausspringt, ist das auch in Ordnung, vorsichtig natürlich. Aber als Tipp, er sollte möglichst einen Sitz oder einen Platz bekommen, sodass er auf jeden Fall an der Straße fixiert werden kann und nicht einfach drüber rennen kann vor lauter Euphorie, weil es zum Spaziergang geht. Und dann hat sie ihre erste Stunde überstanden. Und deine Hausaufgaben wären dann entsprechend, das in den Alltag mit einfließen zu lassen. Mhm. Es reichen ein paar Minuten völlig aus. Also das muss nicht tierisch in die Länge gezogen werden, aber dass der Rhythmus kommt, sie kommt ins Auto, der Kofferraum verschließt sich, du stellst einen Motor an, machst den Motor wieder aus, Klappe auf, holst den Hund wieder raus, dass da einfach eine Routine reinkommt. Mhm. Und dann kannst du in den nächsten paar Tagen auch schon die ersten paar Meter losrollen. Und dann steigert sich das sowieso ganz automatisch. Super, vielen prima. Dank. Sehr gerne, Mike. Ihr habt gesehen, bei Mike und Luzi lief das jetzt super. Luzi war völlig tiefenentspannt, aber es kann gut sein, dass der eine oder andere von euch jetzt natürlich sagt, ich habe einen Hund, der leidet unter Reiseübelkeit oder mag gar nicht einsteigen oder er hat mal eine schlechte Erfahrung gemacht
Und dann dauert das Ganze natürlich länger. Und daher noch ein paar kleine Tipps, was ihr tun könnt, wenn ihr eben hier einen Hund habt, der nicht so begeistert Auto fährt. Das Wichtigste vorab ist natürlich, Ruhe zu bewahren und den Hund wirklich Schritt für Schritt dran zu gewöhnen. Also auch wenn wir wissen, das ist eigentlich gar nicht schlimm und Autofahren ist notwendig, für einen Hund ist das ein völlig unnatürliches Verhalten. Das ist eine künstliche Erfindung von uns Menschen. Also hier Geduld haben und den Hund entscheiden lassen. Kleine Zwischenschritte wählen, sodass der Hund das auch alles im Training immer sehr gut verarbeiten kann und sich danach entspannen kann. Also auch danach wirklich Ruhephasen gönnen. Weiterhin ist es so, habt ihr einen Hund, der unter Übelkeit leidet, ist nicht nur die Übelkeit das Problem, sondern der Hund setzt es natürlich auch mit dem Auto in den entsprechenden Kontext, weil dem Hund ja immer nur während der Fahrt übel wird. Hier empfehle ich euch mal, mit einem Tierheilpraktiker Rücksprache zu halten oder mit eurem Tierarzt. Es gibt schöne pflanzliche Mittel, die unterstützen. Das müssen gar keine Hämmer sein, die der Hund letztendlich bekommt, sondern es geht darum, dass er unterstützt wird und einfach stressfreier fahren kann, ohne dass ihm wirklich übel wird. Ihr Lieben, wir sind auch schon wieder am Ende unserer kleinen Videoserie heute und es hat mir viel Spaß gemacht. Ich danke euch fürs Zugucken und ich hoffe, dass ihr einiges für euch mitnehmen konntet. Wenn ihr neugierig seid, und das empfehle ich euch, schaut bei MyDog365 vorbei. Denkt dran, unten steht der Link. Dort findet ihr noch ganz viele Videos, die auch noch stärker in die Tiefe gehen, die ganz viel interessantes Wissen und Trainingstipps für euch parat halten. Und abonniert gerne diesen Channel hier. Kommentiert, ganz wichtig, teilt uns mit, wie es euch mit dem Video ergangen ist, welche Erfahrungen ihr schon gemacht habt, wo wir vielleicht auch nochmal ansetzen können, sodass wir da im Austausch bleiben können. Und ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal, eure Tina.